Wenn du so einen großen Verein wie den VfB Stuttgart übernimmst, dann musst du brennen, dann brauchst du die 110%, um da vorne wegzugehen, um da vorne wegzumarschieren. Und in der Situation fühle ich mich seit ein paar Monaten. Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und dass ich für den VfB Stuttgart mich zerreißen werde. Wenn Sie mich länger kennen oder beobachtet haben, dann habe ich drei Stationen in meiner Trainerkarriere hinter mir, wo immer das Ziel war, erfolgreich zu sein und am besten mutig und offensiv. Und so werde ich hier das Ganze angehen. Natürlich ist es wichtig, an den Stellschrauben zu drehen, aber mit Mut in allen Bereichen raus aus der Tabellensituation zu kommen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus Weinziel nicht nur einen kompetenten, sondern auch einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten, der aus unserer Sicht im Moment die Ideallösung für unseren Club darstellt. Es ist Länderspielpause und da kann ich jetzt in den nächsten Tagen vieles kennenlernen und werde die Zeit auch nutzen, um mich da eben schnellstens und bestens zurechtzufinden und eben vorzubereiten. Und dann geht es nächste Woche zielgerichtet auf Borussia Dortmund. Das ist eine tolle Aufgabe, die wir hier in dem tollen Stadion dann angehen werden, mit Mut und Leidenschaft, so wie wir arbeiten wollen. Und darauf freue ich mich sehr. Natürlich ist die Konstellation jetzt so, dass der VfB 18. ist und dass der Tabellenführer kommt. Aber das gehen wir an und es ist eine Riesenchance, mit 3 Punkten da unten rauszukommen. Und man kann als Tabellenletzter den Tabellenersten auch schlagen.